Mit jedem Hieb kämpft Sadaf Rahimi für die Gleichberechtigung der Frauen in Afghanistan. Die 19-Jährige trainiert in Kabul in einer Sportstätte, in der die radikal-islamischen Taliban bis 2001 öffentlich Menschen hinrichteten. Damals hatten Frauen keine Rechte. Vorbehalte gibt es bis heute. Meine Tante ist immer noch dagegen, dass ich boxe. Sie sagt, Frauen sollten zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern. Ich sage dann, dass Mädchen nicht nur rumsitzen sollten, wenn sie sich stattdessen mit Männern messen und Medaillen für Afghanistan gewinnen können. Dass Frauen überhaupt Sport machen, ist für viele Afghanen bis heute ein Tabu. Sadaf Rahimi kann schon einige Erfolge vorweisen. Sie hat Medaillen bei kleineren Wettbewerben gewonnen. Jetzt träumt sie davon, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Doch die Bedingungen sind schwierig. Es fehlt an Trainingsstätten und Ausrüstung. Wenn sie mehr Unterstützung bekäme, dann würde sie garantiert Medaillen bei Olympia holen. Aber diese Mädchen bekommen keine Unterstützung. Wenn wir mal Handschuhe erhalten, kriegen wir dafür keine Schuhe. Bei den Südasienspielen in Indien konnte sich Sadaf Rahimi im Februar nicht durchsetzen. Der Traum von Rio ist geplatzt. Aber sie will weiter kämpfen, im Boxring und außerhalb des Boxrings.